So, und zwar nehme ich mir Haare von bisschen weiter hinten, damit mein Pony immer noch runterhängt. Das muss hier gar nicht ganz genau sein. Und dann nehme ich zwei Strähnen in die Hand und fahre immer mit meinem Zeigefinger unten durch und hole die obere Strähne. Dann tausche ich, fahre wieder mit dem Zeigefinger hier unten durch, an der Kopfhaut entlang. Damit greife ich gleich neue Haare und dann wieder dasselbe tauschen und unten durch tauschen und unten durch. Und dann seht ihr, wie dann dieser Zopf entsteht. Den kann man dann so ein bisschen hochziehen. Sieht es aus wie so eine Krone. Und wieder greifen hier mit dem Zeigefinger unten durch, an der Kopfhaut entlang. Das ist wichtig, um die neue Haare zu greifen. Und so fahre ich gerade fort. Immer an der Kopfhaut entlang. Zwischendurch ziehe ich es dann wieder so ein bisschen auseinander. Wenn ihr rutschige Haare habt, glatte Haare habt, dann benutzt auf jeden Fall ein bisschen Volumenpuder, damit das Ganze hält. Ich brauche das nicht, weil meine Haare so nicht so rutschig sind halt. Auf jeden Fall, jetzt sind wir hier schon am Ende angelangt. Wegen dem Undercut kann ich jetzt hier keine Haare mehr dazu nehmen. Wenn ihr keinen Undercut habt, könnt ihr da weitermachen und dann alles gleichmäßig hochziehen. So, und so, ich mache das Ganze jetzt mit einem Bobbypin zu. Schieb den einfach rein. Und jetzt können wir uns noch um die restlichen Haare kümmern. Da ich Naturlocken habe, Naturwellen habe, kann ich jetzt theoretisch einfach ein bisschen Wasser oder ich habe hier. Verbindung getrennt. Die Box, die geht immer einfach selber an. Ich habe hier Rosenwasser abgefüllt, könnt ihr auch einfach Wasser nehmen, wenn ihr Locken habt. Ist der wahrscheinlich selber, wer Locken oder Wellen hat. Und dann mache ich die jetzt einfach feucht und hoffe, dass die sich wieder ein bisschen wellen. Ansonsten könnt ihr natürlich jetzt mit einem Glätteisen arbeiten oder mit einem Welleisen. Oder eure Haare einfach glatt lassen, wenn ihr glatte Haare habt. Und dann haben wir auch schon eine Frisur für den heutigen Tag. Tue meine Haare nicht so oft. Ich glätte meine Haare nicht so oft im Sommer, weil wenn wir dann baden gehen, werden sie eh wieder lockig. Jetzt knete ich das so ein bisschen hin und die leichten Wellen, die reichen mir dann. Dann muss ich sie nicht glätten und sieht trotzdem nach was aus. Und jetzt lasse ich es trocknen und genau. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich hoffe, das hat euch geholfen. Und wie gesagt, werde ich jetzt öfters wieder Story-Tutorials machen. Und wenn ihr irgendeine Frisur haben wollt und ihr ein Foto davon habt, schickt es mir zu. Und dann werde ich versuchen, das nächste Woche oder die Woche drauf auf jeden Fall für euch umzusetzen.